Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 22.11.2022. Ich muss leider hier heute nochmal auf das schlechtere Mikrofon zurückgreifen. Tut mir leid, wenn das dann nochmal ein bisschen absackt. Das scheint in der Umrechnung an YouTube zu liegen, dass das dann nochmal so ein paar Worte verschlingt. In dem Moment, wo ich es aufzeichne und auch die Aufzeichnung abspiele, hört man das so im Original leider immer nicht. Ich habe jetzt aber keine Möglichkeit, aufs andere zuzugreifen. Soll aber egal sein. Ich denke, ihr versteht mich trotzdem. Unser DAX hat sich am Freitag oben ausgestellt und das eigentlich ganz gut gemacht. Mir kam das ein bisschen zu träge rüber, ein bisschen zu zaghaft und zögerlich. Und vor allen Dingen fehlt mir, dass er sich eigentlich auch mal wirklich drüber gestellt hat und nicht nur oben ran. Also wir haben zwar ein neues Hoch gekriegt, das muss man schon so sagen, fairerweise, ja, wir haben ein neues Hoch gekriegt, aber das war schon dolle dünn, ja. Hätte der das nicht per Tageshoch gehalten da oder fast einen Tagesschluss eigentlich da oben hingesetzt aufs Hoch, hätte ich fast gesagt, der macht bestimmt Montag noch mal einen Puck nach unten. Aber das ist natürlich jetzt eine schöne Vorlage, um oben mal rauszubrechen. Das heißt, das, was am Freitag gefehlt hatte, auf der Oberseite mal ein bisschen Schwung vor Loches, könnte jetzt am Montag einsetzen, wenn er sich Mühe gibt. Ja, also ich glaube, da brauchen wir 9 Uhr schon. Ich glaube, bis 39 brauchen wir da nicht warten. Wenn der oben rausfällt, dann muss ich schon früher zünden. Ne? Dann muss der schon 8, dann muss am besten schon ein kleines Aufwärtscap drüber stellen, das verteidigen und dann schon ein bisschen deutlicher 9 Uhr schon nach oben anziehen. Da würde ich jetzt nicht sagen, erstmal bis 39 abwarten oder bis 10 Uhr abwarten. Ich glaube, da ist wahrscheinlich dann, also wenn er wirklich rausmacht, dann steht er wahrscheinlich 39 schon oben bei der 600 und läuft dann da den restlichen Tag zur Seite. Also sowas wäre jetzt, sage ich mal, in so einer Situation nicht unüblich. Ja, läuft einfach zur Seite, bist du ein Amerikaner und setzt dann nochmal neues Hoch drauf. Sowas passt ganz gut. Setzt aber auch voraus, dass er halt wirklich oben rauskommt. Sollte er nicht oben rauskommen und er dreht sich jetzt deutlicher weg. Deutlicher weg heißt, wir fallen mindestens mal unter 3,65 zurück. Vorher würde ich mir noch nicht so viel Hoffnung machen. Dann hätten wir jetzt einfach erstmal nur einen Besuch der Range-Oberkante gesehen und nach einem Besuch an der Range-Oberkante mit einem fehlerhaften Ausbruch, oder Ausbruchsversuch, war ja nicht mal ein Ausbruch, es war bloß ein Versuch, um rauszukommen, läge dann nahe, dass er wieder Richtung Range-Unterkante läuft und liegt im Bereich um 14.100, 14.200. Von daher kann man, glaube ich, die Analyse so zusammenfassen, dass man sagt, unter 3,65 würde ich mich eher auf der, ja, ich weiß gar nicht, ob ich Short suchen würde wollen, es wäre mir also so richtig Short, Bock auf Short würde ich kriegen, wenn wir unter 14.000 laufen. Nicht am Montag, vielleicht auch gar nicht mal am Dienstag. Aber wenn der Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwo unter 14.100 rumlümmelt, dann könnte ich mir gut Short drauf vorstellen. Hier oben, ich sag mal oberhalb von 14.450, kommt man um den Long ja gar nicht drum rum. Ja, die Marktlage gibt es vor, mit dem Trend muss gehandelt werden, nicht dagegen, auch wenn man natürlich immer den Drang hat, am absoluten Hoch drin zu stehen und immer derjenige zu sein oder sein will, der das absolute Hoch oben wegschortet, kostet sowas auf Dauer halt einfach. Ne? Im Endeffekt hat man dann hier das perfekte Hoch geschortet, dann wird man wieder ausgestoppt, dann hat man hier das perfekte Hoch geschortet, wird ausgestoppt, perfekte Hoch und dann handelt man die ganze Zeit gegen den Trend und das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Und von daher, Short auf der Oberseite würde ich mir verwehren, unter 3,65, ja, das ist halt Range, dann sind wir in der Range. Eine Range ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, das ist krasser Bärenmarkt, ja. Range ist halt stabil auf hohem Niveau zur Seite. Oh, muss man da Short handeln, weiß ich nicht, aber eher noch unter 3,65 Short als Long. Und so würde ich vielleicht zusammenfassen und unter 14,445, ja, gucken, wie es sich verhält und im Zweifel versuchen noch mitgehen Richtung 14.607 und mehr. Ja, die nächsten Ziele bleiben gleich, 14.600, 14.800, von daher eigentlich alles unverändert. Wir sind einfach bloß ein bisschen näher oben an die Kante rangerutscht. Damit eher eine bullischere Vorlage. Guckt deswegen genauer hin, wenn der da jetzt auch bloß wieder drüber guckt, und eine kleine Kerze drüber stellt und bricht voll zusammen, macht unter die 3,65, kann das eine Top-Bildung werden, Doppel-Top-Bildung. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber der muss dann halt auch mindestens mal unter 3,65 drunter vorher. Würde ich mich nicht zu sehr freuen, wenn da mal kurz was zurückkommt, weil ich kann auch schnell wieder nach oben hochgedreht werden. Noch ist der Trend aufwärts hier, da beißt die Maus keinen Faden ab und da muss erst mindestens mal eine 3,65 nach unten geknallt werden, damit der ein bisschen flockiger wird. Aber wie gesagt, so richtig schortig wird er eh erst unter 14.100, von daher sollte man sich auch unter 3,65 erstmal nicht zu viel Hoffnung und Erwartung machen, nicht, dass man denkt, boah geil, jetzt habe ich hier 3,65 Short drin,
Jetzt kriege ich hier easy 13.200 rausgehandelt, also mit easy wird es nicht schwer. Ne? Aus einer Range muss er unten erstmal einen Ausbruch antäuschen, dann wieder in die Mitte zurück, dann unten raus. Also da wird schon noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis er das hinkriegt. Aber mir ist es einfach nur wichtig, das so ein bisschen vor Augen zu halten, dass man darunter einfach ein bisschen aufpasst, ne? Weil er sich dann eher Richtung Range-Unterkante tendenziell bewegen kann. Natürlich mit vielen Rücksätzen, so wie man das in der Range macht, wie man das in der Seitwärtsbewegung handelt. Ja, Punkt, Ende aus. Das ist es für den Montag. Aus Tagessicht ist natürlich der Tagesschluss jetzt eigentlich ein fettes Kaufsignal. Das ist eine Trendfortsetzungsbestätigung. Eine Range-Seitwärtsphase, wir hatten schon darüber gesprochen, dass das durchaus ausreichend sein kann. Das heißt, wenn der Markt neue Hochs macht, aus der Situation raus eine lange grüne Tageskerze hinstellen, wäre nicht unüblich, sagen wir so. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn der jetzt hier bis 13.700 am Montag steigt, vielleicht kleines Aufwärtsgap reinbringt, 13.700 dann durchzieht, vielleicht sogar schon am Morgen bis dahin durchzieht. Das wäre nicht unüblich. Ja, muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Ja, also hier ist jetzt, kann man nicht von einer Trendumkehr sprechen, noch nicht. Ja, also da muss einiges passieren. Das würde jetzt für den Montag eher eine Vorlage auf der Oberseite rausgeben. Ja, das sollte man schon beachten. Ja, also das heißt, sieht man keine eklatante Schwäche am Montag, dann damit rechnen, dass da weitere Tageshoch kommen. Ballert der früh Aufwärtskäppe und der haut fette rote Kerzen durch, dann gucken, ob er die 365 unten rauskriegt und wenn ja, weiß man auch, worauf man sich einstellen kann. Ja, von daher würde ich sagen, machen wir hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.